Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Anleitungsvideo. Es geht um das grundsätzliche Arbeiten mit FreePlane. Dazu starten wir unser Portable Apps Menü. Wir haben in einem ersten Video die neue Version von FreePlane, die 1.3.12, hier in das System gebracht, weil das von Portable Apps direkt nicht unterstützt wird. Jetzt starten wir FreePlane. Da haben wir die Startseite von FreePlane. Ich bringe es mal noch auf die richtige Größe. So, und dann kann es losgehen. Also, wir wollen ganz grundlegend eine neue Mindmap erstellen. Dazu wählen wir im Dateimenü Neue Mindmap oder wir drücken die Tastenkombination STRG N. Dann haben wir hier einen Wurzelknoten. Der Wurzelknoten ist auch der einzige markierte. Die ausgewählten Knoten erkennt man an der blauen Umrandung. Mit der Taste F2 oder einem Doppelklick auf den Knoten können wir also jetzt hier den Inhalt des Knotens editieren. Über das Menü Ansicht lassen sich verschiedene andere Werkzeuge hinzufügen. Zum Beispiel könnte ich jedem Knoten eine kleine Bemerkung anfügen, indem ich also hier so einen Editor darunter einblende. Ja. So, das Grundprinzip der Informationsverarbeitung. Das ist das EVA-Prinzip. So habe ich also jetzt hier eine Bemerkung angefügt, was sich durch dieses Symbol auch widerspiegelt. Ich kann natürlich, muss das nicht ständig drin halten. Steuerung und größer als Taste blendet mir das ein oder aus. Gut. Jetzt will ich natürlich eine Mindmap erzeugen und dazu muss ich Unterknoten einfügen. Zunächst ein kleiner Überblick über das Bearbeiten-Menü neuer Knoten sehe ich, welche Möglichkeiten ich beim Einfügen neuer Knoten habe und hier auch, welche Tastenkombination dafür notwendig ist. Wir machen das jetzt gleich mit Tastenkombinationen. Das ist der einfachste Weg. Also mit der Einfügen-Taste zum Beispiel kann ich einen neuen Unterknoten erstellen. In dem Falle steht das E für Eingabe. Mit der Enter-Taste schließe ich die Eingabe ab. Mit der Escape-Taste breche ich sie ab. Die Eingabe wird also nicht vollzogen. Mit einer Enter-Taste oder der Eingabetaste kann ich jetzt einen Geschwisterknoten erzeugen. Enter schließt das Ganze ab. Und eine weitere Enter-Taste erzeugt den nächsten Geschwisterknoten. Wir sehen, dass auch die Kanten oder Linien automatisch farbig gesetzt werden. Direkt verbunden mit der Verarbeitung ist natürlich die Speicherung und zu guter Letzt fehlt natürlich noch die Ausgabe der Informationen, denn was nützt die beste Eingabe und Verarbeitung, wenn wir damit nichts anfangen können? So, die Mindmap erscheint mir jetzt erstmal etwas klein. Ich halte die Taste STRG STRG gedrückt und scrolle das Mausrad nach vorn. Dadurch kann ich das Zoomen, also die Größendarstellung, ändern. Bei gedrückter linker Maustaste kann ich natürlich meine Mindmap auch leicht verschieben. Steuerung, Mausrad nach hinten drehen, wird es wieder verkleinern. So kann ich mir also meine Arbeitsfläche sehr gut einteilen. Es wird höchste Zeit, das Ganze einmal zu speichern. Ich gehe dazu auf Datei, Speichern unter oder Speichern. Das ist beim ersten Mal das Gleiche. Wähle natürlich hier meinen USB-Stick aus als Ziel. Das war der falsche Ordner, war auch der falsche USB-Stick. Doch, war der richtige. Gehe ich also hier in meinen Schulordner und hier lege ich jetzt praktisch meine Mindmap einfach ab, die dann jetzt den Namen das EVA-Prinzip bekommt, also sprich den Namen des Wurzelknotens. Will ich das ändern, dann muss ich natürlich hier bei Datei Speichern unter eine entsprechende Änderung am Dateinamen vornehmen.
Das ist also überhaupt kein Problem. Dann kann ich einen beliebigen Dateinamen vergeben. So, erzeuge ich weitere Unterordner mit der Einfügen-Taste. Unter Knoten, so heißt das. Unterknoten, Oberknoten, Wurzelknoten, Kanten, Geschwisterknoten. Also Knoten der gleichen Ebene werden als Geschwisterknoten bezeichnet. Ja, tiefer liegende Knoten dann eben entsprechend als Kindknoten und Elternknoten. Aber gut. Was kennzeichnet die Verarbeitung? Natürlich der Mikroprozessor oder zum Beispiel auch ein Grafikcontroller. Das sind also Geräte und andere Controller. Da mache ich einfach drei Punkte. Was ist für die Eingabe entscheidend? Natürlich die Tastatur zunächst, aber auch die Maus und für Audiodaten auch das, nicht das Mikrofon, sondern das Mikrofon. Speicherung, kommen wir gleich dazu. Ausgabe, Einfügen, Taste, fügt einen Unterknoten ein. Und dann geht es los. Ausgabe, wichtigstes Ausgabeinstrument natürlich nach wie vor der Monitor. Der Drucker für die Printsachen. Und eventuell natürlich der Lautsprecher für Audio. Und es gibt jetzt natürlich noch eine Menge andere Geräte für die Ausgabe, zum Beispiel eben einen Plotter, das ist ein Zeichengerät. Könnt ihr selber noch nachdenken, was alles Informationen aus dem PC ausgibt. Für die Eingabe gibt es natürlich auch noch weitere Geräte. Ich denke da zum Beispiel an einen Scanner, mit dem wir digitale Bilder digitalisieren können. Deswegen mache ich jetzt hier einfach Punkt, 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 da gibt es mit Sicherheit noch viel mehr. So, und die Speicherung, das ist natürlich schon ein Kapitel für sich, weil da gibt es zwei unterschiedliche Arten. Nämlich einmal den flüchtigen Speicher. Das ist der, der seine Informationen beim Ausschalten wieder verliert. Und den nicht flüchtigen oder permanent Speicher. Das wissen wir schon. Mit Einfügen fügen wir jetzt hier weitere Unterknoten ein. Und zum Beispiel hier natürlich die Festplatte. Dann auf jeden Fall natürlich DVD-CD, wobei die CD an Bedeutung verliert. Blu-ray könnte man hier noch hinzufügen. Und weitere Speicher wären dann zum Beispiel ein USB-Speicherstick, kein beliebiger USB-Stick. USB-Sticks können WLAN-Verbindungen herstellen, Bluetooth-Verbindungen herstellen, Fernsehverbindungen. USB-Sticks werden für viele Zwecke inzwischen eingesetzt. Wir brauchen einen, der speichert an dieser Stelle. Auch SD-Cards zum Beispiel und viele andere sogenannte permanente, nicht flüchtige Speicher gibt es also. So, meine Mindmap ist etwas aus der Fassung geraten und dann bringe ich mir die wieder in den Überblick. Jawohl, so hätte ich sie gerne. Und damit hätte ich also jetzt meine Mindmap in dieser Form erstmal dargestellt. Ein Hinweis sei noch gestattet, wer also hier auf die Knoten zeigt, wird sehr schnell erkennen, dass hier dieses Oval erscheint. Bei linker Maustaste kann ich hier die Knoten anders anordnen, aber Achtung, dadurch werden die Knoten aus der automatischen Anordnung gerissen und es ist dann schwierig, wieder die vernünftig anzuordnen. Man könnte jetzt hier Folgendes tun, man wählt den Knoten wieder aus und über das Menü Bearbeiten kann ich die Position zurücksetzen und ihn wieder in den automatischen Fluss bringen. Will ich den Knoten auf die andere Seite verschieben, ziehe ich ihn einfach dorthin, wo mir die graue Darstellung sagt. Das geht natürlich mit jedem Knoten und das geht noch viel leichter mit der Tastatur. Mit den Cursor-Tasten kann ich nämlich hier leicht durch meine Mindmap beliebig wechseln und halte ich gleichzeitig die Taste Steuerung gedrückt, dann kann ich auch einen Punkt beliebig neu anordnen. Ja, auch auf die andere Seite verschieben. Das ist natürlich jetzt ein Permanentspeicher.
Zack, und da ist er wieder drin. Also mit Steuerung, Cursor-Tasten kann ich die Knoten neu anordnen. Nur mit den Cursor-Tasten kann ich leicht durch meine Mindmap wechseln. Damit wäre jetzt zunächst den Grundlagen Genüge getan und im nächsten Video geht es dann schon um die Gestaltung von Mindmaps und weitere Arbeiten an diesen hervorragenden Werkzeugen. Viel Spaß erstmal beim Ausprobieren.